Weiter geht's mit den Zusatzaufgaben. Zusatzaufgabe 1, Modus berechnen. Neben Min und Median gibt es noch den sogenannten Modus, welcher das am häufigsten auftretende Element in einer Reihe bezeichnet. Beispiele, der Modus der Liste 1 ist 1 und so weiter. Können wir dann gleich für die Testdefinition verwenden. Definieren Sie verschiedene Testfälle und implementieren Sie anschließend die Mode-Methode. Diese soll in jedem Fall eine Liste von Zahlen zurückgeben, auch wenn nur ein einzelnes Element das häufigste ist. Weitere Informationen zum Modus finden Sie zum Beispiel auf Wikipedia. Können Sie selber nachschlagen und es einfach mal so implementieren und haben gleich hier eine Reihe von Testdefinitionen. Was eine Zusatzaufgabe ist, machen wir es mal ein bisschen anders als vorher. Brechen wir mal unsere Range Act Assert Regel. Nennen es einfach mal Test Mode. Machen jetzt eine große Testmethode und testen dort assert.equal. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das auf Listen auch funktioniert oder wollen wir Arrays verwenden. Versuchen wir mal, ob ein leeres Array oder eine leere Liste. Machen wir mal ein Array. Ob sich das auch so vergleichen lässt. Ist ein exploratives Programmieren. Jetzt mal ein Dummy-Test. Einmal schauen, ob wir so auch Listen vergleichen können. Das funktioniert. Also wir arbeiten mal mit Arrays jetzt. Können auch mit Listen arbeiten. Und die Idee ist jetzt, dass wir ein paar Tests schreiben. Und wir machen einfach jetzt einen Einzeiler-Test. Links expected. Wir machen jetzt hier irgendwo einen Average. Average gleich New Average, weil der Mode ist eigentlich auch eine Art Average. Und ruft dann auf irgendwie Average.Mode von diesem Array. Und das soll entsprechen. Nehmen wir da, machen wir nochmal die Zahl 1, soll halt wieder dem gleichen Array entsprechen. Average Mode gibt es noch nicht, darum dieser Fehler. Machen wir Test-Driven Development, jetzt ohne theoretische Einführung. Public, das haben wir hier, machen jetzt einfach mal Interrays, kann man noch schlauer machen. Modes und wir warten auch wieder. Ein Interarray namens Numbers und das gibt noch nicht zurück. Return Numbers machen wir einfach. So, schauen wir mal, ob das klappt. Das funktioniert noch und jetzt haben wir ja hier diese wunderbaren Testfälle hier vordefiniert mit den Ergebnissen. Und ich definiere das einfach mal so durch. Wir haben 8 Testfälle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kopieren am besten die fortlaufend. Also von 1 ist der Modus 1, von 1, 1 ebenfalls, von 1, 1, 2 immer noch, von 1, 1, 2, 2 ist das 1 und 2, weil die 2 ja jetzt gleich häufig auftritt. Mit 3 hinzufügen ändert das nichts an der Sache. Dann hier noch eine zweite 3. Jetzt haben wir wieder alle Zahlen. Hier, die der Modus sind. Fügen wir noch eine weitere 3 hinzu. Dann haben wir 3 mal die 3. Jetzt ist nur noch die 3 der Modus. Und wenn wir noch eine weitere 3 hinzufügen, ändert das eigentlich nichts. Dann bleibt es 3. So, jetzt haben wir eine große Menge von Tests definiert, hier in einer Testmethode. Sehen Sie es ein bisschen vielleicht übersichtlicher, man schreibt weniger Code. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, wie man das machen sollte. Auf jeden Fall funktioniert mal nicht, weil wir ja den Modus noch nicht richtig berechnen. Versuchen wir das mal. Also wir müssen mal herausfinden, welche Zahl am häufigsten auftritt und dazu eignet sich sehr gut eine Hashmap,
Jetzt habe ich schon länger nicht mehr mit Maps in C-Sharp programmiert. Macht es einfach mal var frequency, also Häufigkeit, gleich new hash map. Oder wie heißt das? Map. Typ int. Oder Map oder Hash Table. Kleinen Moment, ich schaue das schnell nach. Entschuldigung, das heißt offenbar Dictionary, wie in Python auch. Und was jetzt für ein Dictionary? Int, int. Wir zählen jetzt einfach unsere Integers quasi. Jetzt haben wir die Numbers. For number in numbers. Var numbers. Und jetzt jedes Mal, wenn so eine Zahl, wenn wir eine abarbeiten, fügen wir sie dort hinzu. Frequency.hasContainsKey. Wenn wir die Number schon drin haben, dann machen wir einfach frequency.insert oder wie geht es noch einmal? Number plus gleich 1. Hoffe, es funktioniert so. Und wenn es noch nicht drin ist, fügen wir es ein. Frequency Number gleich 1. For each statt for. Und jetzt zählen wir einfach mal, wie oft jede Zahl auftaucht. Jetzt, ich kenne die .NET APIs nicht so gut. Das könnte man vielleicht auch eleganter machen. Jetzt haben wir aber eine Frequenztabelle quasi. Wir haben jetzt hier die Values und wir haben den Maximumwert. Also jetzt wissen wir, die häufigste Zahl, also der größte Value hier, taucht so oft auf. Und jetzt ist die Frage, welche Zahl taucht so oft auf? Und das können wir jetzt wahrscheinlich filtern. .keys. Das ist, glaube ich, where in .NET Sprache. Und wir filtern das nach k, was macht es da immer? Gleich max. Funktioniert das? Ja, jetzt mit where erhalten wir jetzt hier so eine Aufzählung und wir machen ein Array daraus. Hoffen, dass es noch funktioniert und geben das zurück. So. Und ich hoffe jetzt, dass das so funktioniert. Wie gesagt, ich bin kein .NET-Programmierer von Beruf. Jetzt hat eben etwas nicht funktioniert. Expected, wir haben was Leeres erwartet und etwas bekommen mit einer 1 drin. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn wir so viele Testfälle zusammen haben. Dass wir dann eben dann nicht mehr genau wissen, was fehlgeschlagen ist. Ich analysiere das schnell. Zeile 94, 1 und 1 gibt uns noch 1. Wo ist jetzt der Fehler? Wir bekommen aber eine leere Liste zurück. Was könnte da das Problem sein? Schauen wir mal vielleicht die Frequency Table an hier, diesem Test, Debug Test, sieht das da aus? So, sind wir da, Key 1, Value 1, die 1 taucht einmal auf, das ist hier der Fall, ja, können wir mal weiterspringen. Geht einmal Step Over oder ich mache da Step Out, auch dieser Test, jetzt Step Over, Step Into, jetzt sind wir hier, schauen wir
Schauen wir nur, wie das Ding am Schluss aussieht. Können wir direkt weiterspringen. Zum 1. Und was haben wir jetzt da? Max ist 2, es taucht. Ah, nein, ich muss die Keys sortieren nach dem, wo der Value das ist. Okay, das funktioniert ein bisschen anders. War ich ein bisschen zu naiv. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, wir können es auch so machen. For each var key in frequency.keys. Und dann oder geht es vielleicht auch so. Nein, das funktioniert nicht. Also das Max haben wir mal. Mach es ein bisschen umständlich jetzt. Var modes gleich new list int. Es gibt noch elegantere Lösungen. Und fügen wir das hier if frequency key gleich max. Dann fügen wir hier modes das hinzu, dann ist der key ein mode und dann modes.toArray am Schluss, weil wir uns dafür Arrays entschieden haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Ja, das hat geklappt. Können wir alle Tests ausführen. Da ist es umständlich geworden. Müsste ich Ihnen eine Methode geben, womit man über Key-Value-Pairs iterieren kann. Finde ich gerade jetzt nicht raus. Aber es funktioniert so. Ich wollte eigentlich zeigen, dass man hier auch Tests so schreiben kann. Vielleicht gewissen wäre ein bisschen übersichtlicher. Es gibt auch Firmenkonventionen. Halten Sie sich einfach an das von Ihrem Lehrbetrieb. Aber ich finde jetzt nichts Schlimmes dabei, das auch mal so zu schreiben zur Abwechslung. So. Committe das als additional exercise 1 und synchronisiere. Bin jetzt ein bisschen länger und melde mich gleich für die letzte Übung noch. Bis dann.